die Länder da hinten im Osten. Eine Frau, wer sonst, beklagte sich einst bei mir, sie sei nach mühevoller Recherche endlich in der Lage, Moldawien längen- und breitengradmäßig zuordnen zu können. Und jetzt käme ich mit Transnistrien daher. Beiseite gesprochen sei erwähnt, dass den selbstständigen Staat Transnistrien nicht ich geschaffen habe, sondern ein früheres Luxusuhrenmodel. Na? Klar, ne? Nämlich Wladimir Bond. Ne? Oh, ja, ne? Ah, Kreisch. Ne? Na gut. So, weil ansonsten hat sie natürlich recht. Wie war das früher schön als hinter Polen und der Tschechoslowakei, die wir alle des einfacheren Sprechens halber nur die Tschechei nannten, nur noch die Sowjetunion lag, die wir der Einfachheit halber Russland nannten. Und gleich hinter Russland kam auch schon Amerika. Heute gibt es da hinten im Osten Länder, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Der Tag ist nicht weit, da wird sich Bayern von Deutschland abspalten. Und kaum ist Bayern abgespalten, wird sich Franken von Bayern abspalten. Und siehe, es wird sich Schwaben, also der jetzige Regierungsbezirk Schwaben, von Bayern abspalten und sich beharrlich weigern, der autonomen Republik Württemberg beizutreten. Baden ist dann schon längst in der UNO. Ne? Klar. Ja, spinnt der Peppi denn? Ja, der Peppi spinnt definitiv.